Hallo liebe Leute, in diesem Video zeige ich euch alle Elektroautos in GT7. Insgesamt gibt es 14 Fahrzeuge. Fangen wir mit dem ersten Fahrzeug an. Das ist ein BMW i3. Das zweite Fahrzeug ist ein Tesla Model 3 Performance. Dann haben wir hier das dritte Fahrzeug, auch ein Tesla Model S Signature Performance. Das vierte Fahrzeug, ein Afela Prototyp. Und weiter geht's hier mit dem fünften Fahrzeug, ein VW ID.R. Und es geht hier spannend weiter, liebe Leute. Das sechste Fahrzeug ist ein Audi e-tron VGT. Und jetzt kommt auch ein super Fahrzeug, ein Porsche Taycan Turbo S. Wirklich ein richtig, richtig gutes Elektrofahrzeug hier in GT7. Aber das ist noch nicht alles. Es geht weiter mit Porsche. Das achte Fahrzeug ist ein Porsche VGT Spider. Auch ein hervorragendes Fahrzeug hier in GT7. Und immer noch nicht zu Ende mit Porsche. Jetzt gibt es noch mehr Leistung. Ein Porsche VGT. Das ist wirklich eine richtige Rakete, dieses Fahrzeug in GT7. Dann geht es weiter mit dem 10. Fahrzeug, ein Hyundai N2025 VGT. Das 11. Fahrzeug ist ein Skoda VGT. Dann geht es hier spannend weiter mit den Elektrofahrzeugen in GT7. Das 12. Fahrzeug, ein Jaguar VGT Coupé. Das nächste Fahrzeug, liebe Leute, ist auch ein Jaguar. Das 13. Elektrofahrzeug, ein Jaguar VGT Roadster. Und jetzt kommen wir zu dem 14. Elektrofahrzeug, das letzte Fahrzeug in Gran Turismo 7. Ein Jaguar VGT SV und der hat richtig viel Leistung, richtig viel LP. Dieses Fahrzeug ist eine richtige Rakete. Und es gibt in Gran Turismo 7 noch ein Elektrofahrzeug. Seit dem Update 1.54 habt ihr die Möglichkeit, mit dem Porsche Mission X 23 zu fahren. Wirklich ein sensationelles Fahrzeug, was richtig viel Spaß macht. Ich hoffe, liebe Leute, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst jedoch gerne einen Daumen nach oben, liebe Leute. Und über ein Abonnement würde ich mich auch sehr freuen. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute, und wünsche euch wie immer weiterhin viel Spaß bei Gran Turismo 7. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.